Also er kommt hier nicht in die Quere, aber die lassen den halt auch durch. Ja. Und diese ganze Kameras, was ist damit? David, contanos de las cámaras. Ah, la gente la va donando. Y muchas son con las que hemos hecho los videos, fotografías acá. Que nosotros iniciamos con un canal comunitario, es que abajo está un poquito como la historia. Que está repartida la cosa. Oder ist das jetzt nur, oder ist das nicht Teil, wie du deine Zusammenarbeit mit ihm hast? Was wir gerade versuchen, ist, in irgendeiner Form, das so, naja, strukturieren klingt immer so spießig, aber wir müssen uns in irgendeiner Form ein bisschen systematisieren, was es alles für Geschichten gibt. Und nehmt ihr die auf? Ja, genau, wir versuchen gerade, also machen siehst gerade. Du, ich finde die deutschen Archivsucht, das macht schon Sinn. Das ist ein Handwerk, was wir können, das können wir auch anderen schenken. Das ist kein schlechtes Handwerk. Wir wissen ja nicht so viel, aber das sind wir eigentlich gar nicht so schlimm. Würde ich auch so. Ja, genau, klar. Das hat natürlich, also wir haben gerade angefangen, alle möglichen Archive, in denen wir vermuten, dass es da Fotos zu viel oder gibt, sozusagen auszutragen. Ja. Also was weiß ich, waren hier im Stadtarchiv, in der Stadtbibliothek, sind ja paar Mal zu den ganzen lokalen Sachen und Andreas war jetzt gestern 3 Tage in Bogotá, was es da nochmal auch alles gab. Es gibt witzigerweise war in den 70. David, ¿cuándo fue acá a Fais Córdoba? ¿Qué? ¿Cuándo estuvo acá a Fais Córdoba? 58. Also 58. Es gab so eine Forschung mit Orlando Fais Borda, ja, einer der berühmten Soziologen, der genau hierher gekommen ist. Ein Programm Simba, ne? Mit einem Programm Simba, das haben sie sozusagen angefangen und die haben halt damals schon Fotomaterial erhoben. Ah, und okay. Das sind wir jetzt zufällig dran gekommen. Super. Das ist natürlich genial. Super. Ja. Aber ich meine, es liegen ja auch in der ersten Sitzung. Die sind auch total. Ja, klar, die haben total. Aber es ist natürlich erstmal die ganze Arbeit, die Leute zu kontaktieren, rauszufinden.